So, da haben wir sie also. Seraphan-Priester. Ja, relativ einfache Gegner. Was hier wirklich gefährlich. Also, sie haben auch haben natürlich auch Fernkämpfer. Das sind aber dieser Zeit Magier. Dieser zum Beispiel. Na, kennt ihr mal diesen Schuss? Das ist derselbe Schuss, den die Untoten fabrizieren. Und hier kommen wir zu einem Problem. Die sind relativ schnell im Feuern. Aha, die klappen sehr schön. Es kann nämlich sein, dass genau die uns nämlich von solchen Wänden runterholen. Ja, da ist ja jemand. Ah, oh, wenn sie aufhören würden, block. So. Aber das Einzige, was übrigens stärker macht, ist, dass die viel mehr aushalten als alle anderen Gegner. Also wir dürfen natürlich mal wieder Ruschenheim öffnen. Wie könnte es anders sein? Huch! Verdammt lange Reichweite. Lalalala. Uschtenheim vor 1000 Jahren. So, wie es vor 500 Jahren aussieht, wissen wir ja nicht. Damals konnten wir ja nicht nach Uschtenheim reisen. So, könnt ihr bitte aufhören, mir zu folgen? So, ich glaube, ich brauche Wind. Das heißt, ich behalte ihn mal gerade. Ich glaube, hier ist es Tor zu, ne? Ja, natürlich ist es das Tor zu. Fuck it. Mein Gott, spring doch! Au! Oh. Ich muss gerade schauen, da hinten ist nämlich irgendwas. Hm. Oder auch nicht. Na gut. Noch mehr Magier, 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 Magier. Genau das meine ich nämlich. Die sind in der Lage, uns wirklich runterzuholen. Weil die schneller schießen als diese blöden Kerle mit ihren Dingens. Nach einer schier endlosen Reise stand ich endlich auf der Schwelle zur Erleuchtung. Denn hier stand Janus Ordurans Unterschlupf. Unberührt und makellos. Die Umwälzung, die dieses Bauwerk eines Tages vernichten sollte, hatte sich noch nicht ereignet. Und obwohl ich keinen Hinweis besaß, ob Janus noch lebte, nahm ich diesen Anblick als gutes Omen. Da ich annahm, dass die Zerstörung dieses Unterschlupfs erst nach dem Untergang der Vampire stattgefunden hatte. Es gab nur ein Hindernis. Wie sollte ich jenen Vorsprung erreichen, der in dieser schwindelerregenden Höhe angebracht war? Denn das hier war ein Bauwerk geflügelter Wesen und die zerlumpten Reste meiner Flügel waren völlig nutzlos.
Ich musste mich also auf ein anderes Hilfsmittel besinnen. Dieses Hilfsmittel nennt sich Kreativität. Das muss man gerade gucken. Genau. Das ist es nämlich, was ich damals in der Zukunft gesucht hatte. Dieses Symbol. Dummerweise war es nicht genau dort, wo ich es hätte haben wollen. Da es nämlich in der Vergangenheit existiert. Na gut. Dann schwimmen wir nochmal. Und damit wären wir, im nächsten Rätsel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, dieses Rätsel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das links oder rechts hoch. Ich glaube, es ist sogar ziemlich egal. Da beides erstmal noch nirgendwo hinführt. Was hatten wir da? Ich glaube, da war die Abke. Ja, genau, genau. Hier brauchte ich, glaube ich, den Windriver, den ich nicht mehr habe. Warum gehe ich eigentlich gerade lang? Ja. Verdammt nochmal. Und nochmal zurück. Hey, du ziehst das Let's Play voll in die Länge. Du weißt doch, wie das geht. Ja, man kann aber auch schon mal Dinge vergessen. So, hinten ein Windriver? Ja, du bist ein Windriver. So, mit diesem Windriver können wir jetzt nämlich mal wieder nach draußen gehen. Ihr habt ja gesehen, in der Zukunft, in 1000 Jahren also, ist ja irgendein zugeschüttetes Loch in der Statue. Ja, wir waren definitiv also schon mal hier, denn wir werden es gleich öffnen. Ja, von wegen Zeitparadoxen und so, also die Geschichte hat sich schon auch eingestellt. Es sieht nicht so aus. Doch. Seele, 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 Seele. Oh, vielen Dank. Hey, hör mal auf zu weichen. Stirbst du jetzt? Oh, springt da hoch. So, mehr brauchte ich nicht. Jetzt können wir nämlich endlich das Rätsel hier drin lösen, da wir jetzt endlich die Augen ausschalten können mit dem Schattenriver. So, die Aufgabe hier in diesem Rätsel ist jetzt eigentlich einfach nur nach oben zu kommen. Dabei müssen wir halt eben Wege erschaffen. Diese Wege führen dann gleich zu einem riesigen Problem, aber ich möchte da noch nicht zu viel davon vorwegnehmen. Sagen wir einfach, wir sollten das vielleicht nicht tun.
So. Einmal mit Blutföhn. Wir haben schon gesehen, weiter oben ist jetzt eine, ja. Was ist das? Eine Karaffe. Die ebenfalls, die halt eben leer ist. Aber die können wir jetzt halt eben füllen mit Blut. Und das ist halt eben dieses, dieses primäre Ziel, was wir jetzt hier neben dieser Rätsel haben, dass wir halt eben sowas mit Blut füllen, um sowas hier zu bekommen. Eine Brücke aus getrocknetem Blut. Wo ging es weiter? Ah ja. Na 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 na. Rutscht er nicht. Oh, dieses Eis ist nicht rutschig. Sie haben die Eisphysik mir ausgelassen. Vielen Dank. Denn was ist schlimmer als ein Wassertempel in einem Spiel? Eisphysik. Der Berg war innen hohl, wie ich bemerkte, und mit einer aufragenden Architektur ausgeschmückt, wie sie nur deren Schöpfer beherrschten. Wie die äußere Fassade waren auch diese Vorsprünge nur für jene erreichbar, die Flügel hatten. Doch mit meinen zerlumpten Flügeln schien dieses turmhohe Labyrinth unpassierbar, während das Objekt meiner Suche sich mir entzog. Denn ausgerechnet hier, am höchsten Punkt des Raumes, lag die Schwelle, die mich mit Sicherheit zu dem großen Vampir führen sollte. Ich wusste nicht, ob Janus Ordrin wirklich das Monster war, wie die Bilder in der Festung schilderten, oder eines jener edlen Wesen, die man lange nach dem Untergang der alten Vampire noch verehrte. Mir war es auch egal. Dämon oder Engel, er allein besaß den Schlüssel zu meinem Schicksal. So ist es. So. Da drüben ist der Lichtriver. Den wir jetzt, glaube ich, sogar gleich brauchen. Schon mal am besten, denk mal. Okay, ist gefährlich, ne? Hier ist kein Schattenbrunnen. Ich müsste seinen gesamten Weg wieder zurück, wenn ich das plötzlich Schatten mauschen würde. Erstmal ein paar Rätsel glitschen, die man eigentlich noch gar nicht haben dürfte. Oder waren das die, die ich gleichzeitig aus... Ah, ja. Ja, ich erinnere mich. Da muss man gleichzeitig durchballern. Oh, hallo. Hat er das gerade abgeblockt? Wow. So, wir haben hier einen Blutkessel. Da haben wir Dingens. Gefäße. Dann schauen wir mal, wo wir damit hin müssen. Da vielleicht. Da komme ich aber nicht rüber geflogen. Okay, ich sehe schon, ich muss das mal vorbereiten. Oh, da wäre wieder ein Windbrunnen. Ach ja, genau, von hier kann ich es auslösen. So, man sieht es nämlich, diesen Listen hintereinander. Werden jetzt beide ausgeführt. Aha!